Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. So, endlich sind die neuen Strecken draußen und ich werde die natürlich wieder, wie beim letzten Mal auch, erstmal alleine im 200er CCM-Modus durchfahren. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Also ich kenne, ich denke, die meisten Strecken. Aber ich bin sie hier in Mario Kart 8 noch nie gefahren. So, hier sind die zwei neuen Cups, der Rüben Cup und der Propeller Cup. Ich werde wieder versuchen, diese Cups auf Gold 3 Sterne zu schaffen. Ich hoffe, dass ich es First Try schaffen werde. Wenn nicht, werde ich offscreen noch weiterspielen. Aber ja, heute sehen wir uns den Rüben Cup an mit vier Strecken, vier bereits bekannten Strecken. Eine Strecke aus Mario Kart Tour, der New York Speedway. Also New York Speedway im Übrigen finde ich super cool, sieht super gut aus. Also sieht vor allem voll aus, lebendig mehr oder weniger. Dann Marios Piste 3 vom SNES. Ja, ist jetzt keine Strecke, die ich unbedingt in dem Spiel haben muss. Die Calimari-Wüste vom N64, eine mega gute Strecke mit unglaublich toller Musik und eine meiner absoluten Lieblingsstrecken aus Mario Kart ever, der Waluigi-Flipper, allerdings vom DS. Und ich bin mir nicht sicher, aber so, wenn man so die Strecken in den verschiedenen Variationen unterscheidet. Die Strecke, den Waluigi Flipper, den gab es schon auf dem DS. Dann gab es die Strecke schon in Mario Kart 7. Und ich glaube, ein bisschen abgeändert. Mal sehen, wie sie hier sein wird. Und hier den Propeller Cup, den sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Heute geht es um den Rüben Cup. So. Ich spiele wieder meine Standard-Zusammensetzung. Das heißt, mein Mi mit dem Pac-Man. Oh Gott. Oh Leute, ich nehme alles zurück. Die Grafik ist Schmutz. Oh Gott. Hier ist ja nichts. Keine Details. Okay, ich nehme alles zurück. Das gefällt mir doch nicht so wirklich. Oh, aber die Strecke hier wird sich wahrscheinlich wieder verändern. Hier sieht man auch schon wieder so ein bisschen so die Absperrungen. Oh, lol. Wie man sie schon aus Betrug. Absoluter Betrug. Da war eine Sprungschanze. Die habe ich jetzt zu spät gesehen, leider. Komm! Ey, ganz ehrlich, das ist doch Betrug. Ich verbremse mich immer wieder. Ich schaff's hier noch nicht. Man muss vielleicht erwähnen, das ist meine erste Runde Mario Kart seit dem letzten Part. Ja, also seitdem habe ich kein Mario Kart mehr gespielt. Dementsprechend sind jetzt hier auch meine Leistungen absolut katastrophal. So, den Windschatten habe ich ausnahmsweise ganz gut ausgenutzt, finde ich. Ja, komm! Oh lol, wo geht's hier lang? Okay, jetzt geht's hier in so ein Hotel oder eine Tiefgarage. Tiefgarage eher, schätze ich, ja. Ey. Ich komme nicht klar, ich komme nicht klar. Dritter, ei. Oh. Ich hätte vielleicht nicht direkt im 200er-Modus starten sollen. Ich hätte mir vielleicht die Strecken wenigstens vorher einmal ansehen sollen, also einmal durchfahren, im Zeitrennen oder so, oder gegen den Geist, ist egal. Aber gut, ich meine, theoretisch sollte ich doch fast alle Strecken kennen. Hier so die Mario Kart Tour Strecken, Mario Kart Tour habe ich nie gespielt. Glaube ich, zumindest erinnere ich mich nicht dran.
Aber hier Marios Piste 3 kenne ich von, ich glaube, Mario Kart 7. Da war die Strecke dabei. Und ich weiß nicht, bei Mario Kart DS vielleicht auch, da bin ich mir aber nicht so sicher. Ja, das ist Dreck. Ja, denkste, Link. Denkste. Oh, die Kurve habe ich gut genommen. Nein, da hätte ich bremsen müssen. Da hätte ich... Oh! Fahr, 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 bitte fahr. Oh nein, die wird zuerst groß. Dreck. Ey, natürlich, die Formel bekommen Sterne, Panzer, alles. Was bekomme ich? Eine Münze. Ey, das ist so Mario Kart. Es ist einfach Mario Kart. Ach komm, wie habe ich den nicht getroffen? Dreck, Dreck, absoluter Dreck. Ey, das ist... Kalimari-Wüste. Das ist... Das ist halt einfach auch so typisch Mario Kart. Nein. Ach, Rampe zu spät gesehen. Wie habe ich da den Sprung nicht geschafft? Also den Stunt. Dreck, absoluter Dreck. Was war jetzt mit der Banane los? Ja, ich wollte die Hupe einsetzen. Dann halt so, ist immer noch gut investiert. What? Ey, was soll ich sagen, Leute? Was? Nein, es geht hier... Wie? Seit wann geht's hier durch den Tunnel durch? Also das war in Mario Kart 7 nicht so. Daran könnte ich mich erinnern. Definitiv nicht. Oder habe ich es nur vergessen? Oder verdrängt, wäre auch möglich. Ach Gott. Ja, die rote geht in die Banane. Und ich bekomme eine Münze. Ja, und jetzt drücken wir den roten Panzer rein. Nee? Lol. Also das war gut, das war jetzt auch wieder sehr, sehr knapp. Aber die hätte den roten Panzer auch früher losschicken können. Das ist jetzt fast schon ein bisschen überraschend, dass die mich da nicht gleich weggeowned hat. Und jetzt eine meiner absoluten All-Time-Lieblingsstrecken war Luigi Flipper. Und vielleicht wurde die Strecke ja auch ein bisschen abgeändert. Ich meine... So, okay, gut, das mit der Flugpassage hier, das war in, die Musik. Das war in Mario Kart 7 gleich. Und plötzlich kommen viele alte Erinnerungen wieder hoch. Uff, was war das denn? Ach,
Bra. Bra. Da hätte ich besser wegkommen können. Eieieiei. Ah, ja gut, die Kurven hier sind natürlich eng. Ah, natürlich hat die eine Hupe. Natürlich. Was? So, gegen diese Flipper-Dinger darf man im Übrigen nicht gegenkommen. Die würden einen für kurze Zeit stunnen. Also das ist wirklich so ein kleines, da würden so wirklich so grüne Blitze kommen. Und Stand jetzt, muss ich sagen, gefällt mir die Strecke natürlich und mir gefällt die Musik. Nein, mein Gameplay gefällt mir hier aber absolut nicht. Dreck, zieh rein. Natürlich setzt der die Hupe ein, wenn ich neben ihm stehe und dann kommt ein Blitz. Oh mein Gott, oh mein Gott, verdient Erster, so hart verdient Erster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist... Oh. Oh, oh. Ey. Leute, in dem Rennen war ich so hart verdient Erster. Gut, die Waluigi-Strecke, die war jetzt ein bisschen enttäuschend. Also sie sieht immer noch gut aus. Die Musik ist immer noch top. Aber sie wurde nicht irgendwie verändert, dass man hier irgendwie so, noch so ein bisschen was speziell dran ändern könnte. Die Flugpassage, gut, man könnte theoretisch argumentieren, dass die Flugpassage für die Strecke neu ist, weil die Strecke an und für sich vom DS stammt, aber die Flugpassage gab es in Mario Kart 7 auch schon. Dementsprechend ist der Waluigi Flipper nur ein 3DS-Port und ohne irgendeine Besonderheit, ohne irgendetwas, was wodurch sie noch auch nur leicht abgeändert wurde. Deshalb schade. Aber ich muss sagen, alles in allem gefällt mir der Cup ganz gut. Auf der ersten Strecke, auf dieser New York-Strecke, da sind die Texturen irgendwie sehr mager, sehr verwaschen. Aber insgesamt gefällt mir der Cup. Wenn es euch auch gefallen hat, schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Mich würde es sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.